Der europäische Sonderzug Connecting Europe Express hat in Lissabon seine Reise quer durch Europa begonnen. Bis zum 7. Oktober wird er in über 100 europäischen Städten halten, darunter auch 11 deutschen. Lissabon hat er am Donnerstag verlassen und wird nach einer Fahrt von über 20.000 Kilometern durch 26 Ländern in Paris ankommen. We are so happy to launch today the European Connecting Europe Express. Wir freuen uns sehr, diesen europäischen Zug abfahren zu sehen. Er wird für uns ein Labor, ein Raum für Diskussionen, in dem Organisationen, Bürger, regionale und lokale Behörden zusammenkommen können, um über die Rolle der Bahn in unserem Leben zu diskutieren. Trotz bestem politischen Willen gibt es noch immer zu viele Hindernisse im grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Eine Reise durch ganz Europa ist eine technische Herausforderung. Es gibt Probleme mit der grenzüberschreitenden technischen Interoperabilität. Wir haben in Europa 3 Spurweiten, deshalb ist unser Zug eigentlich 3 Züge. Unsere nächste Aufgabe ist ein harmonisierendes technisches und kommerzielles Regelwerk, das dann noch umgesetzt werden muss. Manchmal besteht Europa mehr aus Problemen denn aus Lösungen. Das wurde schon auf der Pressekonferenz deutlich. Der verantwortliche portugiesische Minister betonte, Portugal könne nur dann zum europäischen Standard übergehen, wenn auch die Spanier mitziehen. Das Problem der Interoperabilität in Europa ist offensichtlich. 3 verschiedene Züge braucht es für diese Tour durch Europa. Ein Zug wird zwischen Lissabon, Madrid und dem französischen Hyundai verkehren. Ein anderer wird durch Mitteleuropa fahren und ein dritter in den baltischen Ländern.